Dobro večer, poštovani dragi gledatelji. Večera se moj gost nadvojvoda Karlo Austrijski. I to stoga što kad je riječ o carstvima, a Putin ih je spominjao, onda svakako Habsburzi imaju što kazati o Ukrajini i o carstvima. Dobro vam večer, dobrodošli. I krenimo odmah u razgovor jer znam vašu involviranost u ovu temu. Znam koliko sudjelujete u rješavanju problema Ukrajinaca danas. Pa odmah ću vas pitati, prije nego što je izbio ovaj rat, Putin je imao jedan programatski govor u kojem je zapravo nijekao i ukrajinsku državnost i ukrajinsku naciju. Govorio je o tome kao konstruktu, doduše ove sovjetske ere, ali se vrlo često u propagandi Rusije spominje vaš predak, na tako davni predak, dakle, riječ je o Prvom svjetskom ratu u tom vremenu, princ Wilhelm, te ta završna faza Prvog svjetskog rata u kojoj se onda navodi, pogotovo s ruske strane, da je Austrija kreirala Ukrajinu. O čemu se zapravo radi? To je naša nedavna prošlost i kad je riječ o obnavljanju ruskog carstva, bome vi o carstvima i itekako kao Habsburg imate što zakazati. Ja, natürlich handelt sich dabei bei dem, was Putin beschrieben hat, wieder um eine typische Fehlpropagandalüge, die es dort gegeben hat. Weil man natürlich schon ganz klar sehen muss, dass die Grenze zwischen, jetzt sagen wir, der Ostgrenze der Ukraine und von Belarus und dem Teil von Russland eine sehr starke historische Grenze ist. Wir können in der Geschichte sehr weit zurückgehen. Wir können zurückgehen bis in die Zeit der Mongolenhorde herein. Wir können bis hereingehen zur Goldenen Horde, die ja vorgestoßen ist bis nach Kiew und auch in Kiew dort kurzfristig eine Hauptstadt aufgemacht hat, sich dann aber bald zurückziehen musste und sich zuerst nach Kasan und dann nach Moskau zurückgezogen hat, weil sie einfach nicht umgehen konnte mit der Gesellschaft dort. Natürlich im Mittelalter war, sagen wir, Kiew ja auch Bestandteil der Hanse. Es gab einen enormen Handel, es gab eine für die Zeit sehr starke Internationalität von Kiew und der Ukraine, die es östlich der jetzigen Grenzen nicht gegeben hat. Das heißt, die Ukraine an sich war immer ein westlich orientiertes Land, so wie auch Weißrussland. Und das hat sich einfach über die Geschichte hindurch immer hingezogen. Und das sieht man auch bis zum heutigen Zeitpunkt. Die meisten Konflikte, die wir heute mit der Ukraine sehen, sind natürlich Konflikte, dass damals Janukowitsch als Präsident gesagt hat, er wendet sich von dem vorgesehenen Vertrag mit der Europäischen Union ab und schließt sich wieder Russland an. Und das hat dazu geführt, dass die Bevölkerung gegen ihn vorgegangen ist und ihn praktisch seines Amtes enthoben hat, was dann wiederum in weiterer Folge zur Besetzung der Ostukraine geführt hat durch Russland. Also der Konflikt ist ein sehr alter. Nach dem Ersten Weltkrieg war es natürlich so, dass auch einer meiner Vorfahren, der Erzherzog Wilhelm, der ja in der Ukraine bekannt ist eben als Wassil Wischiwanie, weil er eben sich in der Ukraine sehr viel aufgehalten hat und die Sprache gesprochen hat, sich auch gekleidet hat wie die Ukrainer. Deswegen kam auch der Name von den Hemden, die er getragen hat. Dass er sich sehr eingesetzt hat für eine unabhängige Ukraine nach dem Ersten Weltkrieg. Das war natürlich zweifellos nicht im sowjetischen Sinn der damaligen Zeit. Deswegen wurde er dann auch später, effektiv gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, damals in Wien am Südbahnhof durch den KGB verhaftet, nach Kiew verschleppt, in ein Konzentrationslager gesteckt, in ein Gulag gesteckt, dort langsam zu Tode gefoltert und ist dort dann auch gestorben. Aber so war natürlich die Verbindung zur Familie, war schon immer auch sehr stark da, im Westen der Ukraine selbstverständlich. Und man sieht das auch heute, wenn man in Lviv unterwegs ist, wenn man in Tschernivtsi unterwegs ist, dass man sieht, die Architektur ist natürlich die Architektur, die man in ganz Mitteleuropa findet, die sehr stark geprägt war durch die Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie. Wie ističete tu temeljnu povijesnu razliku između Rusije i Ukrajine? I Rusi sami, njihovi ide, pogotovo nacionalistički idolozi, recimo Putin, govore o tom euroazijskom kontinuumu. Dakle, aludiraju na i azijske korijene Rusije. Vi spominjete sada, evo, Mongole, mongolski kanat i tako dalje. Ukrajina, s druge strane, duboko ukorijenjena u evropsku tradiciju. Recite mi, molim vas, što mislite? Je li moguće uopće povući nekako u liniju koja jasno razgraničuje te dvije kulturno-civilizacijske cjeline, pa onda integrirati Ukrajinu u današnju Evropsku uniju, kulturno mislim, ne mislim sa tehničko-politički, ili je to ipak, mislim, nešto što je post-sovjetske ere više pripadno Rusiji i tom ozemlju?
Ich glaube, eine Sache, mit der man von Anfang an aufräumen muss, ist die Tatsache, dass man sagt, es gibt die Russischsprachigen, die in der Ukraine sofort zugeteilt werden, dem russischen Kulturkreis. Und das ist, glaube ich, ein völlig falsches Grundverständnis, was hier existiert. Ich bringe mal das Beispiel. Meine Muttersprache ist Deutsch, aber ich bin Österreicher, ich bin kein Deutscher. Und ich bin ein überzeugter Österreicher. Und genauso sieht man, dass sehr, sehr viele Menschen, die natürlich als Muttersprache Russisch in der Ukraine haben, dass sie sich trotzdem als Ukrainer fühlen. Russland hat sehr lange die Möglichkeit gehabt, auch einen Einfluss auf diesen Teil der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine auszuüben. Es wurde auch von der ukrainischen Seite aus viele Fehler begangen, in denen die Medien nur auf Ukrainisch und nicht auf Russisch gesendet haben, was immer ein Problem war, dem man auch entsprechend Rechnung tragen muss, weil diese Menschen zwar überzeugte Ukrainer waren, aber ihre Informationen alle aus Russland bezogen haben. Und das ändert sich langsam und natürlich spätestens seit Kriegsbeginn ist natürlich schon so, dass wenn Putin etwas erreicht hat, dann ist es die Einheit der Ukraine. Weil er natürlich sich erwartet hat zu Kriegsbeginn, wenn er in Städte, die russischsprachig sind, wie Kharkiv, einmarschieren würde, dass er dort mit wehenden Fahnen und Blumen empfangen worden würde. Und das ist halt überhaupt nicht passiert, sondern man hat gegen ihn gekämpft und man hat auch erfolgreich in dem Bereich gegen ihn gekämpft und gesagt, dass diese russische Dominanz nicht akzeptabel ist, weil man ukrainisch ist, ganz klar. Und das natürlich führt mich auch dazu, dass ich sage, die europäische Orientierung ist ganz klar vorhanden. Deswegen auch der starke Drang mit dem Versuch, in die Europäische Union hereinzukommen. Und ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist, ist natürlich, dass man immer sagen muss, der Ursprung der europäischen Gemeinschaft stammt ja aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da ist ein Sicherheitsgedanke dahinter gestanden. Und der Sicherheitsgedanke, man konnte damals sozusagen die politische Union nicht umsetzen, weil halt Deutschland in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg noch da war. Aber ich glaube, wir müssen uns zurückbesinnen auf die Tatsache, dass die Väter der Europäischen Union, die geistigen Väter, natürlich eine Sicherheitsunion gesehen haben, weil sie gesagt haben, je größer der Raum der Sicherheit ist, umso klarer kann man auch Handel betreiben, umso klarer kann die innere Integration der Union funktionieren. Und unter diesem Sicherheitsgedanken wäre es natürlich notwendig, dass man versucht, die Ukraine so schnell wie möglich in die Europäische Union zu integrieren. Kako se mi sada kao Evropljani, pogotovo mi koji smo u Europskoj uniji, ponašamo prema Ukrajini? Jesmo li što god propustili? Jesmo li recimo propustili Ukrajinu primiti Europsku uniju već prije ili sada kad se već to događa? I recite mi koja je uloga radio postaje koju ste vi 2015. osnovali u Ukrajini? Kad sam rekao da ste duboko involvirani, ima raznih oblika vašeg angažmana, u Ukrajini jedan je i taj. Natürlich wurde von der europäischen Seite aus vieles versäumt, weil man halt am Anfang angestrebt hat, nur eine Nachbarschaftspolitik und keine Beitrittspolitik. Das war für mich grundsätzlich falsch. Das ist auch aus dem völlig falschen Verständnis Russland gegenüber heraus entstanden, dass man gesagt hat, man darf mit Russland nicht anecken, man darf keine Schwierigkeiten mit Russland schaffen. Deswegen macht man mit der Ukraine nur Nachbarschaftspolitik und nicht Beitrittspolitik. Großer Fehler von Seiten der Europäischen Union gegenüber einem Staat, der ganz klar europäisch ausgerichtet war. Ich habe schon lange medienmäßig zu tun gehabt in der Ukraine. Ich habe seit dem Jahr 2007 schon einen Radiosender, auch eine nationale Lizenz, mit der ich Radio betreibe in der Ukraine. Aber natürlich mit dem Jahr 2012 kam es dann dazu, dass wir gebeten wurden, eine ganz klar europäische Ausrichtung auch in unserer Radiostation zu machen. Wir haben das Radio rebranded, wir haben so einen neuen Namen gegeben. Es hat dann Radio Je gehießen, das ist also sowohl Ja wie EU. Und wir haben an jedem Tag der Woche ein anderes europäisches Land vorgestellt mit dem ganzen kulturellen Hintergrund, dem Musikhintergrund, dem kulinarischen Hintergrund, alles, was es dort gegeben hat. Und ganz klar, europäische Politik auch in den Medien in der Europäischen Union zu machen. Für die Ukraine zu machen, für die Europäische Union zu machen. Und natürlich hat sich das auch in der letzten Zeit dann noch einmal insofern geändert, als wir natürlich heute seit Kriegsbeginn, und ich rede jetzt vom aktuellen Kriegsbeginn, weil wir haben ja einen Krieg dort seit dem Jahr 2014, aber jetzt von den letzten zwei Monaten, wo es also so war, dass wir auch die Stadt Kiew verlassen mussten und von anderen Ortschaften aus senden mussten, dass wir das Radio wieder gerebrandet haben. Das heißt also Kraina FM, so heißt es schon seit einigen Jahren. Aber heute heißen wir halt auch Resistance Radio aufgrund der gegenwärtigen Situation, der Kriegssituation, die es in der Ukraine gibt.
Vi ste imali i vojnu karijeru. Na početku ovog rata ja sam kazao da se meni čini da je to tek prvi korak. Doduše, ruska vojska ne pokazuje dovoljno snage za neki drugi korak, ali nikad ih ne treba podcenjivati, pogotovo ne kad je reč o nuklearnom naoružanju. Volio bih da mi kažete te dvije stvari. Mislite li da će se širiti rat? Jer recimo, promjenom Ustava Bjelorusija je onako već unutar tog ozemlja. Moldavija bi mogla postati uskoro žrtva nekog takvog rata ili vojne intervencije, kako to oni nazivaju. Sve u svemu, je li moguće da se taj rat širi i je li moguće, iz vaše perspektive i vojne, a pričali smo jednom o tome, pa sam dosta ostao iznenađen, da Rusija upotrebi strateško nuklearno oružje? Zunächst einmal glaube ich, dass wir in zwei Punkten den russischen Einsatz unterschätzt haben. Der eine Punkt war in der Brutalität, mit der die russische Armee vorgegangen ist. Und deswegen haben sich daraus auch ergeben, diese ganzen unvorstellbaren, genozidartigen Verbrechen mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen Menschenrechte, alles, was es dort gegeben hat. Die Ortschaft Butscha ist halt zum Beispiel dessen geworden, aber auch was man in Mariupol und in anderen Bereichen sieht, ist ja einfach, war undenkbar vorher, dass irgendeine Armee auf der Welt seit den Genoziden von Pol Pot oder anderen Wahnsinnigen so etwas tatsächlich unternehmen würde. Das Zweite, was eine echte Überraschung eigentlich in diesem Krieg der letzten zwei Monate war, war der tatsächlich die Schwäche und die Führungslosigkeit, die die russische Armee gezeigt hat. Das war eine Überraschung für den Westen, weil man einfach die russische Armee als besser geführt und auch funktionaler eingeschätzt hat. Sie hat sich nicht durchsetzen können, sicherlich zur Überraschung der entsprechenden Kommandanten. Ein großes Problem war sicherlich auch, dass es keine zentrale Führung für den Krieg an sich gegeben hat. Das hat Putin versucht jetzt zu lösen, indem er die zentrale Führung einem General, dem General Vornikov, anvertraut hat. Dem Schlechter von Syrien, also dem Menschen, der, ich arbeite ja auch in Syrien, der in Syrien ja die unvorstellbarsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch schon an sich vollbracht hat. Wenn man sich die russische Militärdoktrin anschaut, dann weiß man, dass es sicherlich mit dem, was wir bis jetzt erlebt haben, nicht vorbei ist. Dass natürlich, es gibt klare militärische Ziele und es ist nur wenige Tage her, dass der Kommandant der Südfront ganz klar gesagt hat, es geht darum, dass die ganze Küste entsprechend unter eine russische Kontrolle kommt, um damit auch die Kontrolle in Transnistrien zu gewinnen. Das bedeutet natürlich nichts anderes als eine Kriegserklärung an Moldawien. Also allein schon damit kann man sehen, dass es nicht nur um einen Krieg in der Ukraine geht, sondern dass der viel weiter herausgeht. Es ist eben nicht ein Krieg zwischen zwei Staaten. Es ist nicht ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Es ist nicht ein Krieg zwischen einem Wladimir Putin und einem Joe Biden mit einigen Europäern, die angehängt sind. Sondern es ist ein Krieg, wo es um Werte geht. Ein Krieg, wo es um Ideologien geht. Es geht also ein Krieg, wo eine freie westliche Welt, die nach Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte, demokratischen Grundprinzipien, die entsprechend hochhält, kämpft, und die Ukraine kämpft hier für uns, gegen ein totalitäres, rechtsfeindliches, verbrecherisches Regime, das man auf der anderen Seite sieht. Und damit tut die Ukraine natürlich auch einen Kampf für uns, für den ganzen Westen kämpfen, weil dieser Kampf nicht auf dem Territorium der Ukraine Halt machen würde. Es geht nach Moldawien herein. Es geht das Risiko Richtung Königsberg, Kaliningrad, wenn man sich anschaut. Natürlich würde dort ein Durchmarsch durch die baltischen Staaten stattfinden. Die wissen, was die Bedrohung ist. Die Polen verstehen die Bedrohung ganz genau, die es hier gibt. Also da ist schon ein zweifellos größeres Konzept da, wo man nur hoffen kann, dass die Ukrainer mit unserer Hilfe erfolgreich sind. Deswegen muss man sie auch entsprechend ganz klar unterstützen, damit es eben nicht dazu kommt, dass dieser Krieg sich noch so weit ausbreitet. Wir müssen jetzt davon ausgehen, es kann wirklich nur ein wirkliches Kriegsziel geben. Und das ist, Russland muss den Krieg verlieren. Weil sonst hat der gesamte Westen verloren, wenn das nicht der Fall ist. Wenn wir diese Grundprinzipien nicht hochhalten, wenn es nicht zu einem, man diskutiert das Wort so offen, Regime-Change, ja? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man ganz klar sagt, es muss in Moskau zu einem Regime-Change, zu einer Änderung der Einstellung dessen kommen, was Grundprinzipien der Demokratie, der Freiheit, der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit sind. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sehr wichtig sind. Und nach den russischen Konzepten der Kriegsführung
ist es natürlich so, dass auch der Einsatz von biologischen, chemischen und auch nuklearen Waffen eingesetzt sind. Wir sprechen nicht von strategischen Nuklearwaffen. Wir reden nicht von den großen Raketen, die über Kontinente hinwegfliegen. Wir reden jetzt von, in Anführungszeichen, kleinen Gefechtsfeld, taktischen Nuklearwaffen, zum Teil in der Größenordnung von einer Kilotonne. Из njihovanja doktrine moguće da oni to upotrebe negdje u ratovanju u Ukrajini ili u Evropi? Ich halte das für absolut nicht nur möglich, sondern sogar für wahrscheinlich, wenn man sich einfach die Militärdoktrin anschaut. Es ist ja so, dass der Einsatz von den taktischen Nuklearwaffen, da muss man wirklich unterscheiden von den strategischen Nuklearwaffen, dass der nicht eine politische Entscheidung erfordert, sondern dass auch ein höherer militärischer Kommandant auf der Ebene, sagen wir, eines Divisionskommandanten tatsächlich den Einsatz von kleinen Nuklearwaffen veranlassen kann. Das ist keine politische Entscheidung mehr, das ist eine militärische Entscheidung. Und das macht es natürlich extrem gefährlich, dass es auch wirklich zum Einsatz dieser Waffen in dieser Größenordnung kommt. Es kann auch gut sein, dass es vorher noch zum Einsatz von chemischen und biologischen Kampfstoffen kommt. Wir haben also feststellen können, dass einige zum Beispiel Container zum Einsatz von chemischen Waffen bereits in Belarus aufgetaucht sind, um dann vorbereitet zu werden für den Einsatz. Also ich glaube, wir dürfen nicht hier uns in die eigene Tasche hereinlügen. Das sind Prinzipien, die natürlich im Bereich der russischen Kriegsführung tatsächlich zum Einsatz kommen können. Kad ste malo prije spominjali vrijednosti, na što će se to u slučaju završetka ovog rata na način na koji bi Putinu to imponiralo, dijeliti Evropa. Pogledajte, sa druge strane ćete imati svijet koji je zapravo ostvarenje, recimo, Duginovih mokrih snova ili, da kažem tako, fantazije. Svijet koji je napustio McDonald's, General Motors, Ikea, Diners, Mastercard, Volkswagen, Disney, etc. Dakle, zašto ovo citiram? Zato što njihovi ideolozi u tome vide arci nemezu, to neoliberalno zapadno zlo. I odlaskom ovih kompanija već je ostvarena sva sreća, sve ono što oni zamišljaju kao idealnu Rusiju ispunjenu svim spiritualnim čudima o kojima, eto, i Dostojevski piše ovoga, pa se sada desilo u Italiji, mislim, doduše zlo da su ukinuli jedan seminar posvećen tome, što nevjerovatno, ali iz upravo tih razloga. Hoću kazati, imat ćete s jedne strane Rusiju koja s jedne strane ogrezla u srednji vijek, obzirom na duhovne vrijednosti, a s druge strane ispražnjena potpuno od liberalnih ili neoliberalnih, kako god hoćete, vrijednosti. Je li to moguće zamisliti uopće Evropu raspolučenu na tako dva dijela? Ili je na bilo koji način nužno Putina poraziti? Die Spaltung in Europa, die ist effektiv heute da, mit Russland als totalitärem System auf der einen Seite, dass er immer den Anspruch erhebt, eigentlich auch die Wertvorstellungen des Westens irgendwie hochzuhalten, was sie ja de facto nicht tun. Also ich glaube, es muss einem klar sein, dass es zu einer Änderung des Systems in Russland kommen muss, damit man eine vernünftige Zusammenarbeit mit Russland haben kann. Mit dem gegenwärtigen System in Russland kann der Westen und Europa eigentlich nicht zusammenarbeiten. Die Grundidee, die wahrscheinlich, ich meine, ich sitze nicht am Schreibtisch von Herrn Putin, deswegen kann ich das nicht sagen, aber eine Grundidee, die sicherlich vorhanden war, war, dass er sich gesagt hat, wir können es ohne weiteres schaffen, in Zusammenarbeit mit China und vielleicht auch mit einer entsprechenden Unterstützung aus Indien heraus, als anderem regionale Großmacht, die dort in der Gegend eben stark ist, ein System zu schaffen, wo wir die verschiedenen Sanktionen des Westens abfedern können, wo wir ein Bankensystem schaffen können, wo wir nicht mehr auf SWIFT angewiesen sind, wo wir eine Struktur schaffen können, mit der wir einen Gegenpol zur westlichen Welt, zu den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa irgendwie in der Form schaffen können. Aber natürlich auch auf der Basis, wenn man sich anschaut, was die Grundprinzipien in Russland und in China sind, sind das totalitäre Prinzipien. Sind es Prinzipien, die den Menschenrechten und der Menschenwürde widersprechen, die wir nicht unterstützen können. Das würde natürlich schon eine entsprechende Spaltung bedeuten. Ich muss aber auch ganz klar sagen, dass es für mich natürlich von Interesse wäre, in Zukunft mit einem vernünftigen, freiheitlichen Russland zusammenarbeiten zu können für Europa. Das wäre natürlich das Ziel, aber mit der gegenwärtigen Regierung geht das und dem gegenwärtigen System, dem gegenwärtigen Regime geht das sicherlich nicht. Und ich glaube, ein Punkt, in dem man auch aufräumen muss, und bin ich sehr dankbar, dass Sie das angesprochen haben,
ist natürlich die ganze Frage des man muss sagen, pseudoreligiösen Hintergrundes, der von Putin aufrechterhalten wird. Wir haben am Osterfest, jetzt am orthodoxen Osterfest gesehen, wie Putin sich präsentiert hat in Beteiligung an religiösen Feiern. Ich kann jedem nur anraten, sich einmal anzulesen, was Putin zu früheren Zeiten, als er noch in der Stadt St. Petersburg als Beamter tätig war oder gar noch vorher, als er als KGB-Offizier tätig war, was er damals zur orthodoxen Religion gesagt hat. Dann sieht man nämlich seine wirkliche Meinung. Was er heute mit der orthodoxen Religion macht, ist, dass er sie für seine politischen Zwecke missbraucht. Dass er das System, das sich in der Sowjetunion eingeführt hat, dass die orthodoxe Kirche in Russland eigentlich nur ein verlängerter Arm des KGB war, dass er versucht, das aufrechtzuerhalten und einfach dieses Instrument für sich auszunützen, um sich als Retter des Abendlandes aufzuspielen, der zweifellos nicht ist, weil er ja alle Prinzipien des westlichen Abendlandes tatsächlich verrät, so wie er auch alle Verträge, die Russland in der Vergangenheit eingegangen ist, auch verraten hat. Deswegen kann man ja auch keinen vernünftigen Vertrag mit Russland schließen, weil es keine Garantien gibt, weil Herr Putin alle Verträge, die seit 1994 geschlossen wurden, eigentlich in jedem einzelnen Punkt, wo es um Garantien für die staatliche Garantie für die Ukraine gegangen ist, Grenzgarantien gegangen ist, jeder einzelne Vertrag ist durch Putin gebrochen worden und durch das System Putin gebrochen worden. Deswegen sind für mich die Leute, die heute sagen, oh, man muss jetzt einen Friedensvertrag mit Garantien von russischer Seite schaffen, ist für mich völlig unsinnig, wenn man genau weiß, dass Russland diese Verträge genauso bricht, wie es ihnen politisch passt. Что ваш господин отец Отто фон Хаузен говорил 2003, сад исправите, мислим 2005, постоје на YouTube-у, ти говори o Putinu. On je na vrijeme upozoravao. Pazite, prije 17 godina je govorio o stvarima koje se, evo, nažalost, dešavaju sada. Vi ste prošli u tipičnu Habsburšku školu, moralo se znati povijest, što je jasno. 6 stoljeća ste bili vladari Evrope i svako u vašoj generaciji također, znam i vašeg gospodina brata, prošli isto tu školu. Prema tome, izuzetno puno ste morali pa i od svog oca saznavati o povijesti. Vjerujem da imate dobro pamćenje. Što je tada govorio Otto von Habsburg o Putinu? Mein Vater hat natürlich die Erfahrungen des Ersten und des Zweiten Weltkrieges mitgemacht, wie auch des Kalten Krieges mitgemacht. Und aus dieser Erfahrung heraus hat sich angeschaut, was geschieht in Russland, wie ist das Training von einem KGB-Offizier und wie kann das funktionieren, dass so jemand in die Funktion des Präsidenten, also zuerst des Premierministers und dann des Präsidenten entsprechend hereinwächst. Und da war ihm klar, dass dies nicht funktionieren kann, sondern dass die gelernten totalitären Prinzipien, die mit Wladimir Putin gekommen sind, sich auch in der Politik niederschlagen würden. Und das war genau die Warnung, die mein Vater in seinen Reden, die ja wirklich sehr interessanterweise heute wieder auf YouTube aufgetaucht sind, die er eben gehalten hat, ich glaube 2003, 2004, dass diesen Reden, wo er Wladimir Putin und seine Ausbildung darlegt und eben auch die Gefahren für die Politik, die sich daraus ergeben, mit einer sehr großen Klarheit vorausgesehen hat und gesagt hat. Ich glaube, dass eben so eine Verständnis für die Geschichte natürlich enorm wichtig ist. Mein Vater hat ja immer einen speziellen Satz gebraucht, wo er gesagt hat, nur wer weiß, woher er kommt, weiß auch, wo er hingeht, weil er weiß, wo er ist. Das heißt, das Verständnis der Geschichte ist enorm notwendig, um eine eigene Positionsbestimmung vorzunehmen, um zu wissen, überhaupt eine Idee zu haben, was in der Zukunft passieren kann. Deswegen war für ihn das Studium von Geschichte und Geografie das wichtigste Aspekt, um ein politisches Verständnis zu gewinnen. Und aus dieser Erkenntnis heraus hat er natürlich Wladimir Putin analysiert und die Sachen vorausgesagt, die auch jetzt leider Gottes alle eingetroffen sind. Znači, uzeti i citirati da nešto ne pogrešim, jer su ovo osjetljive stvari čak i državne razine. Naime, hoću vas pitati, je li Austrija glavni partner Rusije u Evropi kao što se evo piše. Piše se u ozbiljnim, recimo, britanskim novinama. Rusija ima malo partnera u Evropi koji su povodljivi od Austrije. Na temelju svoje ustavne neutralnosti, Austrija sebe vidi kao most između istoka i zapada, da sad ne citiram. Govori se o tome da je na neki način Austrija ruski tunel u Evropu, da se ne može odvojiti od novaca i nafte, da je Beč prepun špijuna, da je predimenzionirano
otprilike kod Casablanca da izgleda, nepredimenzionirano rusko veleposlanstvo koje je prepuno dakle obaveštajaca, etc., etc. Je li tome tako da je Austrija, eto, vrlo srdačna? Sjećamo se plesa ministrice vanjskih poslova sa Putinom i tako dalje. Putin je nekoliko puta rekao da se izuzetno dobro osjeća u Austriji i tako dalje. Odakle to? Ich glaube, dass um das Verständnis dafür zu gewinnen, ist es wichtig, einen Blick auf die Geschichte der österreichischen Neutralität zu werfen. Zunächst einmal, ganz wichtig, Neutralität wird einem niemals ein Freund anraten. Es wird einem immer nur der Feind eine Neutralität anraten. Das muss man auch in der Ukraine ganz klar sagen. Es wird niemals von einem Freund der Ukraine vorgeschlagen werden, dass die Ukraine neutral wird, weil natürlich mit Neutralität gesehen wird eine Neutralisierung und nicht nur eine politische Neutralität. Und das ist natürlich im Interesse Russlands, die Ukraine unter Umständen zu neutralisieren. Und das war auch das Interesse der Sowjetunion, dass Österreich neutralisiert wird. Und es war dem Druck der Vereinigten Staaten eigentlich zuzuordnen, dass sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass Österreich neutralisiert wird, wenn Neutralität, dann nur eine bewaffnete Neutralität nach Schweizer Vorbild. Gut, die österreichische Armee ist nicht sehr groß, aber sie hat trotzdem es geschafft, diese Neutralität über einen langen Zeitraum hinweg zu erhalten, wobei ich immer eins sagen muss. War Österreich wirklich neutral? Ich meine, in gesamten politischen Wertvorstellungen, in allen politischen Entscheidungen, war Österreich ganz klar westorientiert. Das ist überhaupt keine Frage. Es war nominell neutral, indem es sich an keinem Krieg beteiligt hat. Aber war es von seinen Wertvorstellungen neutral? Ja, natürlich nicht. Es war ganz klar, dass die westlichen, demokratischen, freiheitlichen Wertvorstellungen in Österreich tatsächlich da waren. Und deswegen, das muss man natürlich auch auf die Ukraine anwenden. Russland will eine Neutralisierung im besten oder schlechtesten Fall für die Ukraine haben. Das ist völlig undenkbar im Grunde genommen. Neutralität, da kann man drüber reden, aber Neutralisierung, das kann nicht möglich sein. Da sieht man, genau, da sieht man das Hochzeitsfoto, das es dort gegeben hat. Das heißt, Österreich hat sich, wie andere Länder auch, Russland so weit angenähert, dass es eben schon bis zu einem gewissen Grad in ein Abhängigkeitsverhältnis gekommen ist. Über Gas, über Öl, so wie Deutschland zu einem großen Maß abhängig von Russland ist, ist Österreich auch in einem noch größeren Maß, aber wie zum Beispiel auch Ungarn entsprechend davon abhängig. Aber jetzt muss man abwägen. Was ist schlimmer, wenn ich mich jetzt versuche, von dem schmutzigen Öl und Gas, das uns heute den Krieg finanziert in der Ukraine, ob ich mich von dem trenne oder ob ich das Risiko eingehe, dass der Krieg in der Ukraine verloren geht und wir darüber unsere Freiheit verlieren? Also da ist für mich die Entscheidung eine ganz klare. Wir müssen hier einen Schlussstrich ziehen. Ich muss eine Zahl noch nennen, die wichtig ist. Ja? Die Europäische Union hat im Lauf seit Beginn des Krieges, also es sind jetzt knapp über 50 Tage, fast jeden Tag Öl und Gas im Wert von circa 1 Milliarde Dollar bezogen und mit diesem Geld den Krieg in der Ukraine auch mitfinanziert. Die Gesamthilfe, die die Europäische Union der Ukraine zum gleichen Zeitpunkt gegeben hat, während sie ungefähr 50 Milliarden an Russland bezahlt haben, waren 2 Milliarden, die sie an Hilfe der Ukraine gegeben haben. Das kann nicht funktionieren. Da stimmt etwas absolut nicht und da muss man auch in dieser Erkenntnis darauf drängen, dass man die vielleicht sehr schwierigen und schmerzhaften Schritte machen muss, dass man sich aus der russischen Abhängigkeit trennt. Zadržimo se još malo na ovom pitanju odgovornosti Austrije, ali u jednom drugom kontekstu. Pan-Europska unija je nastala, između ostaloga, zato da spriječi dominaciju pan-slavenskog elementa i pan-germanskog. Ne čini li se vama da ima optužbama na račun Austrije i Njemačke, koje su stalne optužbe, te su naravno kancelari, suradnici Putina, te se Njemačka prodala zbog plina, energenata itd. itd. Maltene, Njemačka i Austrija su ispostave Rusije. Ne čini li se vama da je to jedna stara retorika koja zapravo vidi tu opasnost od germanskog elementa koji je nekako u suradnji sa slavenskim? To može izgledati sad ljudima čudno, ali znate, u povijesti perjaniraju stari motivi stoljećima. Gotovo da se malo što što mijenja, pogotovo kad ništa iz povijesti naučimo, onda se to ponovi.
Ja, ich glaube, ich meine, was sich wirklich wiederholt, ist ja das, was sich als echte Krux, als Ursache des meisten Übels und der meisten Kriege, die es in Europa gegeben hat, dargestellt hat. Und das ist die Frage des Nationalismus. Und natürlich seit der Zeit der Französischen Revolution war es der Nationalismus, der uns von einer Katastrophe und einem Krieg in den nächsten hereingetrieben hat. Es war der Nationalismus, zum Teil auch der serbische Nationalismus, der uns in den Ersten Weltkrieg hereingetrieben hat. Es war zweifellos der deutsche Nationalismus, der uns in den Zweiten Weltkrieg hereingetrieben hat. Es ist der russische Nationalismus, der uns derzeit in die Katastrophe mit der Ukraine auch mit entsprechend hereintreibt. Und wenn man sich anschaut, dass das die Ursachen waren, dann sieht man natürlich, dass ein Gegenkonzept gegen den Nationalismus schon das europäische Konzept an sich ist. Da sind viele Elemente aus der Geschichte drin. Auch aus der österreichisch-ungarischen Monarchie sind Elemente drinnen, die man in einem heutigen vereinten Europa wirklich sehen kann, wo es eben gegen das destruktive Verhalten des Nationalismus tatsächlich losgeht. Also es ist schon ein Konflikt, der auch mit dem Nationalismus stattfindet. Und da ist auch die Pan-Europa-Union immer extrem stark aufgetreten und gesagt hat, wir reden von einem Pan-Europa als ganz Europa. Und hat natürlich die Gefahren in diesem Pan-Germanismus oder Pan-Slavismus nach dem Ersten Weltkrieg ganz klar gesehen und haben ja auch Recht behalten, wie man dann im Zweiten Weltkrieg entsprechend gesehen hat. Natürlich, wir feiern dieses Jahr 100 Jahre Pan-Europa. Upravo smo postavili sliku osnivača. To je nevjerovatno pametan čovjek, taj Kudenhof Kalergi. I baš sam htio pitati, 100 godišnjice sada ove godine bit će u jesen Pan-Europske unije. Nevjerovatno je upravo s toga što, evo, gledajte koje su bile temeljne ideje ovog čovjeka. Recimo, jedinstvena valuta, uklanjanje carinskih barijera, jedinstveno tržište, jedinstvena vanjska politika. Uglavnom sve ono oko čega se trudimo u ovoj Evropskoj zajednici, prvo pa onda Evropskoj uniji, već 3-4 desetljeća, a nikako da se pomaknemo od nekih unija, a do recimo fiskalne ili do vojske nikako da dođemo. Recite mi u kojoj mjeri su ideje, dakle, Kudenhofa Kalergija aktualne i danas? Kudenhof hat natürlich eine wirkliche Genialität bewiesen, dass er in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und als Konsequenz vom Ersten Weltkrieg die Notwendigkeit des vereinten Europas gesehen hat, aber auch schon begonnen hat, wie Sie es beschrieben haben, die Institutionen darzulegen, nämlich die gemeinsame Währung darzulegen, aber auch die politischen Institutionen darzulegen, so wie es möglich war, die sich ja auch vielfach langsam und sicher umgesetzt haben. Die Problematik war natürlich, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, als es also wirklich darum ging, Westeuropa nach diesen europäischen Prinzipien zu einigen, die politische Dimension noch nicht sofort durchgeführt werden konnte. Man hat erst warten müssen, bis Deutschland auch wiederum einen Level hatte, wo es praktisch im europäischen Kreis als vollwertiges Mitglied an den Institutionen teilnehmen konnte, nämlich vor allen Dingen an den Sicherheitsinstitutionen. Und das ist auch mit einer der großen Probleme, die wir heute noch in der Europäischen Union haben, ist, dass es de facto keine wirklich konsolidierte Sicherheits- und Außenpolitik gibt. Also dieses berühmte Telefon, wie man immer sagt, mit dem man anrufen kann, dass es für Europa eine echte Außenpolitik und eine echte Sicherheitspolitik gibt, eine sicherheitspolitische Dimension gibt, die gibt es zweifellos noch nicht in dem Rahmen, wie es notwendig sein sollte in einem vereinten Europa. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass natürlich schon enorm viel erreicht worden ist. Wir haben funktionierende Institutionen. Wir haben einen europäischen Gerichtshof. Ich finde immer faszinierend, wenn man irgendwie deprimiert ist, weil in Europa nichts weitergeht und dann fährt man nach außerhalb Europas und dann hört man, wie Leute sagen, ihr habt die modernste politische Struktur, die man sich vorstellen kann, indem ihr für den ganzen Kontinent einen Gerichtshof, ein Parlament, Institutionen habt, die die verschiedenen Länder entsprechend mitvertreten. Da ist ein enorm modernes politisches System dargelegt, das natürlich Fehler hat, das natürlich Probleme hat. Aber da muss man eben weiter vorausdenken, so wie es auch die Pan-Europa-Union tut. Und deswegen werden sicherlich auch die Feierlichkeiten, die zu 100 Jahre Pan-Europa stattfinden, die Hauptveranstaltung wird in Wien, dem Gründungsort der Pan-Europa-Union, stattfinden, wird nicht einem Rückblick gewidmet sein, was ist in den letzten 100 Jahren passiert, sondern es wird einen Ausblick in die Zukunft geben, was müssen wir in den nächsten 100 Jahren erreichen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Kudenhof Kalergi je fenomenalno dobro vidio da Evropa usitnjena gotovo feudalno na male burgove, gradove, znate, kneževine i tako dalje, na ove nacionalne države usitnjena Evropa ne može biti drugo nego igračka, on je tada rekao, u rukama Amerike i Rusije.
ponešto se promijenilo od toga doba, pa i tekako nam je drago da i ovdje imamo NATO, ne iz straha, nego s toga što su neki dečke, da tako kažem, iz Kolorada, iz Kentakija i tako dalje, na plažama Normandije ostavili živote za nas i našu slobodu i usput donijeli demokraciju. Mi, Evropljani, bi Amerikancima na tome trebali biti poprilično i dosta dugo zahvalni. Da li je moguće zamisliti neko jedinstvo Evrope koje je bilo jedinstvo zva, a ne jedinstvo protiv? Mi sad govorimo da smo strašno ujedinjeni. Ja ne vjerujem u takva jedinstva koja su jedinstva protiv, jer smo sad protiv Rusije, pa smo mahom, pa smo eto jedinstveni. Postoji li mogućnost neke nadnacionalne ideje? U kao monarhiji postala je takozvana Reichsideje. I kogod imao kakav primjedbu na račun kao monarhije, mora kazati da ipak ta ideja nekako funkcionirala. Postoji li danas mogućnost takove ideje, nadnacionalne ideje koja bi ujedinila tu Evropu na način na koji je bila ujedinjena, recimo, u vreme gotike ili karolinške Evrope? Also ich sehe schon für Europa eine entsprechende Zukunft voraus, die wir einfach erreichen müssen, wo es zu einer Zusammenarbeit Europas kommt, dass Europa auch als Einheit gesehen wird und eben nicht zersplittert in kleine Länder tatsächlich gesehen wird. Und ich sehe auch, dass es wirklich die Möglichkeiten dafür gibt. Und natürlich können wir aus der Geschichte dafür lernen. Ob wir das jetzt wirklich aus der Zeit der Karolinger lernen oder ob wir das aus dem Mittelalter lernen, bin ich nicht überzeugt, auch wenn es da gewisse Ansätze zum Teil zu einem vereinten Europa entsprechend gegeben hat. Aber ich glaube, wir haben ein sehr modernes Konzept im Rahmen der Europäischen Union, das eine Entwicklung braucht. Man muss sich jetzt mal vorstellen, die wirkliche Vereinigung Europas hat ja politisch erst nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Und wenn man sich jetzt anschaut, der Zeitraum vom Zweiten Weltkrieg bis heute, das sind einmal etwas über 70 Jahre, der ist nicht so lang, das sind 75 Jahre. Wenn man sieht, wie lange die Vereinigten Staaten von Amerika gebraucht haben, bis sie zu einer konsolidierten amerikanischen Verfassung gekommen sind und ähnliches, dann waren das Zeiträume, die wirklich zum Teil wesentlich länger noch waren. Und deswegen ist Europa ist für mich zweifellos ein Work in Progress. Das ist etwas, wo es eine kontinuierliche Entwicklung geben muss, weil wir zweifellos noch nicht da sind. Ein wesentliches Element ist natürlich, dass Europa, in der Pan-Europa-Union sagen wir immer, Pan-Europa ist ganz Europa. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Ländern, die natürlich in Europa noch integriert werden müssen, auch unter dem vorher erwähnten Sicherheitsgedanken für Europa, dass es notwendig ist, dass man Europa entsprechend noch abrundet. Ich denke zum Beispiel an die verschiedenen Staaten des Balkans, für die man eine entsprechende Basis finden muss, weil es ja allein der Blick auf die Landkarte zeigt ja, dass es erstaunlich ist, dass wir mitten einen Fleck haben von Staaten, die nicht der Europäischen Union angehören, die aber von europäischen Unionsstaaten umrundet sind. Das muss gehen, dass man die auch aus dem Sicherheitsgedanken her entsprechend mit eingliedert. Über die Ukraine haben wir schon gesprochen, wie notwendig es ist, sie so schnell wie möglich und so schnell es möglich sein kann, in die Europäische Union heranzuführen und auch zu integrieren. Es gibt auch weitere Staaten, die sehr europäisch sind. Ich weiß, dass ich manchmal sehr weit herausdenke und man aber sagen muss, es gibt europäische Staaten, die sich selbst als europäisch empfinden. Und wir dürfen ja nicht jetzt neokolonialistische Maßstäbe anwenden und sagen, du bist ein Europäer und du bist kein Europäer. Sondern wenn ein Land sich wirklich europäisch führt, dann soll es auch die Möglichkeit haben, mit Europa zusammenarbeiten zu können. Dazu müssen die Institutionen funktionieren, dazu muss eine Struktur funktionieren, dazu sollte es eine europäische Verfassung geben, unter deren Schutz man dieses gesamte Europa dann stellen kann. Und das sind auch die Ideen, die eigentlich ursprünglich einmal von der Pan-Europa-Union ausgegangen sind, die von Kudenhof-Kalergi auch vorgedacht wurden und wo man heute die Institutionen dorthin bringen muss, dass es wirklich ein vernünftiges vereintes Europa geben kann. Europa je, nažalost, porodila u prošlom stoljeću velika zla. Fašizam, nacizam koji je kulminirao u holokaustu, komunizam sa svojim gulagom. Bez obzira kako ih razlikovali, ipak su to eto zla koja su, kažem, imala milijone i milijone žrtava. Recite mi, treba li zbog toga Evropa i dan danas tutora? I je li ona, da kažem, Kantovim prosvjetiteljskim rječnikom i dalje samoskrivljeno nezrela? Ili ona može napokon postati i politički entitet, a ne samo kulturni? Jer kulturni je. I vi i ja smo učili u osnovnoj školi ili srednjoj školi iste
Kafke, Švejka, Muzila smo kasnije čitali. Slušamo i dan danas svake nove godine, ako ništa drugo, vaše bečke valcare, dakle, iste, Haydne, Mozarte, Strausse i tako dalje. Da ne nabrajam, imamo istu zajedničku kulturu, isti background. To je neupitno. Jedemo, imamo iste kuhinje, mi jedemo ovdje bečku šniclu, posljedno jela naziva na njemačkom, dakle šta da vam govorim. Imamo svoje imena zagrebačke za bečke ulice ovoga, tako da to je neupitno. Ali možemo li postati i politički entitet mi Evropljani ili smo eto i dalje nužni biti u situaciji da nas Amerika vodi za ruku? Jer pazite, ovo nije prvi puta. Svi zaboravljaju rat na ovom prostoru. Tada se isto govorilo, mislim, od strane jednog Belgijanca, jednog gospodina, ovo je sada evropski trenutak. Nakon par godina, opet jedan drugi američki gospodin rekao, trenutak Evrope je prošao. Mi nismo mogli učiniti ništa dok se Amerikanci nisu miješali. Kad ćemo i mi postati ponovo politički entitet? Ich glaube, dass man es wieder auch unter der Entwicklung anschauen muss, die Europa durchgemacht hat. Es ist natürlich enorm wichtig, dass Europa mit einer Stimme spricht. Es kann nicht sein, dass es mit so vielen Stimmen spricht, weil auch jedes einzelne Land nicht die Kraft hat, um wirklich in der Welt gehört zu werden. Und das ist natürlich mit einer der Gründe, warum man die von Ihnen angesprochene Vormundschaft der Vereinigten Staaten nicht allzu lang in die Zukunft herein ausdehnen sollte und sehen sollte, sondern man muss ein europäisches Sicherheitskonzept entwickeln, mit dem Europa sich auch außen- und sicherheitspolitisch selber tatsächlich darstellen kann. Ich glaube, es gibt einen Punkt, der aber schon auch historisch betrachtet sehr wichtig ist. Was macht denn Europa aus? Was macht denn den europäischen Geist aus? Das ist eigentlich für mich ganz wichtig, das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Die Tatsache, dass durch Rechtsstaatlichkeit, durch die Gleichheit vor dem Gesetz, dass es die Möglichkeit gegeben hat, Privateigentum zu schaffen und dieses Privateigentum auch zu schützen. Und damit gab es dann nicht, wie in fast allen Ländern der Welt, nur eine ganz kleine reiche Oberschicht und eine ganz riesig große, sehr niedrige Unterschicht, sondern es wurde ein Mittelstand geschaffen. Und Europa ist da sehr speziell. Und nur diejenigen Leute, diejenigen Staaten, die das europäische Prinzip dieser Rechtsstaatlichkeit mit übernommen haben, haben es geschafft, so eine Mittelschicht und damit auch einen Wohlstand für das ganze Land zu schaffen. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Bis zu einem gewissen Grad auch Japan. Auch Japan hat dieses System angewandt und hat heute eine Mittelschicht, die man entsprechend sehen kann und hat damit natürlich sehr, sehr viel Reichtum auch tatsächlich geschaffen. Und da ist es, wo die Stärke Europas tatsächlich liegt. Das sind unsere Grundprinzipien, die wir natürlich in die Zukunft herein auch entsprechend hochhalten und verteidigen müssen, weil sie nicht selbstverständlich sind. Die müssen ständig verteidigt werden. I na kraju imamo još samo dovoljno vremena da vas upitam. Koliko kuća Habsburg danas pomaže Ukrajini i koji vam alati, koja vam sredstva sve na raspolaganju? Vi ste veliki meštar dvaju redova najznačajnije kontinentalnog, dakle, ovoga Zlatnog runa, St. Georg's ordena i tako dalje. Jesu li to instrumenti vašeg djelovanja pored ove radio stanice ili imate neke druge? Ich muss sagen, Gott sei Dank sind diejenigen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sehr auf derselben Linie und setzen sie auch entsprechend ein. Also gerade der europäische St. Georgsorden hat sich enorm für die Ukraine eingesetzt, hat sehr, sehr, also wirklich in einem ganz großen Maße auch Material gesammelt, unterstützt, also nicht nur materiell, sondern auch ideell in beiden Bereichen die Anstrengungen, die die Ukraine vollbringt. Ich persönlich versuche in einem kleinen Rahmen natürlich auch beizuführen, das, was es, wenn es so einen Medienbereich gibt, um dort für eine vernünftige Berichterstattung zu schauen. Und natürlich ist der Familienname, spielt auch noch eine Rolle in der Ukraine. Ich werde natürlich sehr offen eben auch noch auf den Erzherzog Wilhelm, auf den berühmten Wassil Wischiwani angesprochen und auf den Geist, den er auch mitgebracht hat, um eine unabhängige, westlich orientierte europäische Ukraine zu schaffen, die heute noch sehr hoch gehalten wird. Hvala lijepo na vašem vremenu, hvala na posjeti ovoj emisiji. Nadam se da ćemo se još viđati. Hvala puno i na ovom sudjelovanju. Dragi gledatelji, hvala vama na pažnji i gledamo se i sljedeće srijede. Do tada, doviđenja. Dajem.